Mann, sind überall Granaten. So. So, jetzt erstmal ein bisschen looten, weil anscheinend brauchen wir jetzt jede Munition, die wir finden können. So, hier laden wir mal nach. Lara, du musst in Deckung gehen. Wir schießen gleich. Du bist schutzlos. Ich muss weitermachen. Ich bin da dran. Ich muss da durch. Okay. So, kurz heilen. Gut. Jetzt holen wir uns alles. Denn das brauchen wir. Ich dachte, hier kommen vielleicht Feinde. Zwischendurch will ich jetzt mal kurz Munition. Ja, genau. Okay. Jetzt sind wir wieder einigermaßen aufgestellt hier. Okay. Gut, ja, schön, dass ich ein bisschen leise bin, aber es ist jetzt wirklich fantastischer Schuss. Ganz schön heftig hier gerade. Ganz schön heftig, muss ich mal zugeben. So. Ja, dann wollen wir mal hier die Schlangenerner wollten wir uns holen, ne? Kein Zurück mehr. Wie, kein Basislager? Das ist das letzte Basislager? Also werden wir wahrscheinlich wirklich gleich das Spiel durchhaben. So, hier können wir noch was verbessern. Schussfrequenz. Na ja, gut, aber wir legen eine Schrot. Macht dann viel weniger Schaden. Na gut, aber schießt schneller. Ach, nimm mal die mal. Nimm mal die mal. Als Mega Damage King haben wir ja die goldene, unsere güldene Flinte. Gut. Puh. Dann wollen wir mal. Alle Jappa. So, ich denke, da müssen wir rüber. Und da hoch. So, was geht hier ab? Sind sie schon unsterblich? Alle Einheiten, habe Sichtkontakt zu Croft. Sie darf keinesfalls in die Kammer der Seele. Konstantin. Sophia, könnt ihr ihn mit dem Katapult treffen? Wir versuchen. Mach dich bereit. Ich glaube nicht, dass ihr damit trefft. Wir versuchen es weiter. Wir laden das Katapult nach. Moment!
Ja, jetzt? Der Helikopter ist zu schnell! Wir werden ihn niemals treffen! Warte, ich habe eine Idee. Wenn ich auf den Feuerball schieße, trifft die Explosion vielleicht den Heli. Hoffentlich hast du recht. Gib uns das Signal. Na, nichts leichter als das. Feuer! Alles klar, los geht's! Okay. Schickt eine Einheit! Sofort! Ich will sie tot sehen! Okay. Ja. Der Feigling, jetzt schickt er hier bloß die Leute. Ich dachte, dachte, der traut sich vielleicht mal selbst, aber scheinbar nicht. Okay, aber die haben scheinbar auch mit den Unsterblichen zu tun. Also die können sich nicht nur allein auf mich konzentrieren, wie es scheint. Müssen wir denn irgendwo hin? Oder nur hier? Lara, er kommt wieder zu dir zurück! Kann er ja. Oh, oder auch nicht. Fertig! Gib uns Zeit, Lara! Wir laden nach! Schön. Wir sind mit dir, Lara! Wir sind schon bereit! Jetzt, Sophia! Wir schießen! Wir machen den Schutzkurs gegen den Helikopter. Oh shit. Ah. Ist aber ganz schön hastig jetzt hier. Wo ist er denn? Wo ist der Kackding? Da. So, erstmal heilen. So. Oh, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. So. Na, komm schon. Bam. So, ein bisschen looten. Pass auf, Lara. Er ist auf dem Weg zu dir. Schon wieder? Weil die Kiste alles aushält. Bereitung durch, Miss Lara! Jetzt gib uns nur das Signal!
Treffer. So, Konstantin, du Scheiße. Oh, Kacke. Vom Regen in die Traufe. Das läuft ja wie geschmiert. Das hätte ich mal vorher wissen sollen. Dass das so geht. Aua. Gut, die göttliche Quelle. Finden Sie einen Eingang. Okay, Feuer. Können wir uns hier mal noch ein bisschen bedienen? Da geht nicht noch mehr rum, da liegt noch so was. Okay, alles voll wird scheint. Da ist aber noch ein bisschen Magnesiterz. Was ist das? Ah, Stoff wäre das gewesen, okay. Weg damit. Hier gibt's noch was. Ne, das nützt uns ja. Autsch. Jetzt nur sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen, keine Hände, kein Was? Kämpfen Sie mit mir. Der Rauch. Zack. Okay, da hat er das erste Ding abgekriegt. Mein Schicksal liegt in der Kammer der Singer. Jetzt kann ich nicht mehr aufhören. Oh. Wissen Sie, Sie sind stärker als Ihr Vater jemals war. Er hätte es nie so weit geschafft. Ich kann Sie sehen. Fuck! Was? Was? Man sollte doch F drücken, oder nicht? Was ein Kack. Das ist C und dann F. Oh, Treffer. Voll nur gedrückt. Totaler Kack. Naja, wie auch immer. Ich bin bestimmt zu größeren. Das war niemals Ihr Schicksal. Ihre Schwester hat Ihnen das eingeredet. Ich habe es getan. Das alles. Für Sie. Gehen Sie nicht einfach weg von mir. Halt! Trinity hat Ihren Vater getötet. Nein. Sie lügen. Er flehte um sein Leben. Und als ihm das misslang, flehte er um ihres. Sie irren sich. Seien Sie still. Seien Sie einfach still. Du Affe. Er war so erbärmlich. Er tat mir leid. Ich denke gern, dass seine letzten Gedanken Ihnen galten, Lara. Wie er sie weggestoßen hat. Ich würde sagen, er hat genug Leid verursacht. Stirb. Looten. Wow. Naja, immerhin.
So, ab in die Kammer der Seelen. Also ist das Spiel doch noch nicht zu Ende. Schlangenerner wird bestimmt schon unsterblich sein jetzt. War schon bestimmt bei der Quelle. Anna! Stopp! Deine Männer sind besiegt. Dein Bruder ist tot. Nein, das ist, was Trinity gebracht hat. Tod. Nichts anderes werden sie je bringen. Gib es auf. Dafür habe ich alles aufgegeben. Und auf gar keinen Fall überlasse ich jetzt alles Trinity. Was ist mit deinem Vater? Du verdammst ihn, das Gespött der Geschichte zu sein. Wie kannst du das aufgeben? So kurz davor. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Du darfst sie nicht bekommen. Denk an die Millionen, die leiden und sterben. Wir können sie retten. Wir können die Welt verändern. Gemeinsam. Der Preis ist zu hoch, Anna. Wir sollen nicht unsterblich sein. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Du hast ja auch leicht reden. Du bist nicht die, die stirbt. Aber hier geht es nicht um dich. Es geht um die Menschheit, das zu beschützen, was uns menschlich macht. Die kommen! Wir sind umstellt! Jacob, Achtung! Die Quelle ist nicht für die Welt bestimmt! Das ist deine Chance, Lara. Alles, was ich getan habe, was du getan hast. Es muss doch nicht noch ein Croft dafür sterben. Ich bin bereit dazu. Jacob, halten Sie durch! Durchhalten, das habe ich schon so lange. Sie wussten, ich zerstöre Sie. In all meinen Jahren habe ich kaum jemand so Außergewöhnliches getroffen. Endlich geschieht es. Mein Ende. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur etwas verändern. Das haben Sie schon. Das haben Sie schon. Geliebte Lara. Ich denke oft, mein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, welche Schande ich über unseren Namen gebracht habe. Croft, was bedeutet das schon? Ich hoffe nur, irgendwann drückst du der Welt deinen eigenen Stempel auf. Denk dran, außergewöhnlich macht uns, was wir tun, nicht wer wir sind. Die Quelle zu zerstören war richtig. Aber er wäre trotzdem enttäuscht. Ich glaube, er hätte sich auch so entschieden. Na los, das Flugzeug wartet schon. Ich habe sein letztes Band schon 1000 Mal gehört.
Aber es ist, als hörte ich die Worte meines Vaters erst jetzt, zum ersten Mal. Egal, welche Wahl er getroffen hätte, ich muss meine eigene treffen. Der Mythos von Kitesh war real. Dort ruhen Geheimnisse, die Welt verändern können. Ich muss sie finden. Nicht für meinen Vater oder sonst jemanden, sondern um etwas zu verändern. Ich hoffe nur, ich tue das Richtige. Ja, das war also Rise of the Tomb Raider. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel überhaupt nochmal ein Ende hat. Aber da ist es. Okay, ich hatte tatsächlich auch schon damit gerechnet, dass der Jacob auch noch das Zeitliche segnet. Nach so vielen Jahren sei es ihm gegönnt. Aber mit Lara geht's jetzt erst richtig los. Hat er in der Ausblendung hier im Schluss, in der Schlussszene noch gesehen, dass dort so eine Landkarte lag und da hat man lesen können, Honduras. Also wird's jetzt wahrscheinlich Richtung Südamerika gehen. Ich denke, wir dürfen gespannt sein und ich freue mich schon auf das nächste Spiel von Square Enix aus der Tomb Raider-Reihe. Okay, ich danke dir, dass du mit mir zusammen so lange durchgehalten hast und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ahoi. Ach ja, ich lass mal die Credits einfach durchlaufen. Okay? Tschüss.
Anna. Du sagtest, noch ein Croft muss nicht dafür sterben. Was hast du damit gemeint? Du hast meinen Vater getötet, nicht wahr? Trinity befahl seine Hinrichtung. Aber ich konnte es nicht tun. Du lügst doch! Ich liebte ihn. Nein! Erledigt. Gut. Und was ist mit Croft? Nein.